Hallo Leute, es geht weiter mit Cave Story und wir sind immer noch hier in Arthurs Haus und ich gehe mal eben zurück ins Grass Town, um dann da den Teleporter in der Hütte zu benutzen, in der Kazuma gefangen war, damit wir zurück zur Plantation kommen, denn hier hinten gibt es jetzt nicht mehr wirklich was zu tun. Wir haben Parmignon oder Parmignon. Und habe ich den Moment nochmal. Nein, nicht. Ich spreche schon wieder falsch aus. Parmignon, so. So ist es richtig. Mar zuerst. Und dann das Pi. Nicht Parmi. Wie auch immer. Hier gibt es sonst nicht mehr viel zu tun. Zumindest soweit ich weiß nicht. Deswegen. Ja, einfach mal hier zurück. Items haben wir alle. Und ja, wirklich weiter geht's nur in der Plantation. Denn wir wollen Curlys Gedächtnis wiederherstellen. Sie erinnert sich an nichts. Ja, komm schon. Sterbt. Ich will ja einfach nur durch. Ja, genau. So geht's am besten. Wunderbar. Diesmal kann ich auch hier hoch. Ohne Probleme. Alles wunderbar. Durch den Booster wird so vieles einfacher. Ja, einfach... No. Nein, nein, nein. Boah, das war knapp. Hui. Ich wäre fast da reingefallen. Weil ich irgendwie nicht auf die Kante hochkam. Das wäre böse geendet. Sehr, sehr böse. Direkt an den, in der ersten Minute mal gestorben. Wäre bestimmt nicht gut gekommen. Aber ich hab's geschafft. Fledermaus. So. Na gut, gut. Level 2 Boost. Nicht Boost, Level 2 Laser reicht da auch aus. Speichern. Na gut. Meine Lebensenergie ein bisschen wieder auffüllen. Kann nicht schaden. Denn ich habe ein bisschen verloren. Ich würde gerne in die Plantation mit voller Lebensenergie reingehen. Deswegen... Hat ja nicht lange gedauert. So, du lässt uns bitte durch. Ach, du gibst uns auch noch Herzen. Okay. Gut, gut. Da sind wir auch schon. Einmal rein hier. Wo ist eigentlich von innen die Lücke, wo Kazuma rausgesprochen hat? Weil hier draußen sieht man ja hier diese Lücke, wo er gesprochen hat mit uns. Ne, jetzt können wir den nicht mehr untersuchen, aber egal. Und die müsste ja irgendwo hier sein. Aber ich sehe keine. Vielleicht hinterm Computer. Egal. Wir gehen... Nein, Moment. Erst will ich den Computer nochmal untersuchen. Okay, die Teleportation ist eingestellt zur Plantation. Dann teleportieren wir uns doch mal dahin. So. Beam me up, Scotty. Ja. Und wir sind wieder im Gefängnis. Aber es ist ja kein Problem, hier rauszukommen. Wir wissen ja, dass hier ein Geheimgang ist. Sieht man den eigentlich auf der Karte? Ja, den sieht man auf der Karte. Das ist praktisch. Also eigentlich ist die Karte jetzt nicht so besonders übersichtlich, also übersichtlich schon, aber man sieht nicht besonders viel, man sieht nur die Umrisse der Räume, aber dafür auch die Geheimgänge, das ist schon ziemlich gut. So, ihr habt euch alle nur über den Doktor beschwert, zu Recht, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Libellen! Schon wieder, oh Gott, so viele wieder. Ihr wollt mich nicht verletzen, oder? Doch wollt ihr, verdammt, gib mir das Herz. Na, ich hatte keinen Booster mehr. So. Und ein Herzcontainer. Okay, den kann ich gut gebrauchen. Danke. Ja, nicht danke fürs Schaden nehmen. Lebenskapsel erhalten. Wunderbar. Und, naja, 4 zusätzlich. Besser als gar nichts. Sagen wir es mal so. Da oben. Okay. Glück gehabt, auf der Insel gelandet. Nicht runtergefallen. So. Wieder so ein Mistvieh. Einmal lasern und weg ist er. Echt, diese Waffe ist wunderbar. Ich lade sie immer schon wieder auf. Gut, da ist direkt der nächste. Aber dem aufgeladenen Laser hat er nichts entgegenzusetzen. Und da ist eine Fledermaus. Schon wieder von den dicken Fetten. Stirb. So. Hier. Da oben wollen wir hin. Da, wo diese roten Piratenflaggen sind oder was auch immer das darstellen soll. Aber ich komme jetzt noch nicht da hoch. Ja, okay, ich gehe erstmal weiter runter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier runterfallen, ich wollte erst in die Tür rein, aber jetzt bin ich schon mal hier unten, dann können wir auch gleich zu Curly gehen und ihr den Pilz geben. Hallo, wir haben den Pilz. Ja, ich weiß, du hast die in der Quelle gefunden. Aber, ja, ich habe den Pilz. Ja, benutzen wir ihn. Hallo Curly, wer bist du? Möchtest du den Marpignon benutzen? Ja. Wir rammeln den Pilz in Curlys Mund. Aha. Punkt, Punkt, Punkt. Quote! Ja, das ist unser Name. Ich erinnere mich jetzt. Dein Name ist Quote. Du und ich. Richtig.
damals ist eine riesige, sind, ist ein, Moment, wie übersetze ich das richtig? Sind sehr, sehr viele Roboter auf diese Insel gesendet worden. Von sämtlichen Ländern auf der Oberfläche der Erde, also nicht sämtlichen Ländern, aber von Ländern auf der Oberfläche der Erde. Und ihr Ziel war diese geniale Kraft, die innerhalb dieser Insel ist. Die Dämonenkrone. Aber du und ich, wir waren anders. Wir beide, wir wurden gesendet, um diese Kraft zu zerstören. Als wir hier angekommen sind, war diese Insel in Trümmern. Die Roboter hatten sie in Stücke geschlagen. Oder einfach zerstört, ja. Und unzählige Mimigas wurden abgeschlachtet. Es war furchtbar. Endlich, ein Mann hat es geschafft, die Dämonenkrone in seinen Besitz zu bringen. Die Arbeit der Roboter war vorbei und die Insel ist still geworden. Aber das war nur der Anfang der Tragödie. Mit der Krone in der Hand wollte der Mann oder hat der Mann die Mimigas in tödliche Mörder verwandelt und hat seinen Angriff auf die Erde begonnen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Du warst auch dort. Das, soweit kann ich mich erinnern, weiter nicht. Ich bin mir sicher, dass wir in der Lage waren, ihn zu verwunden, aber er schien viel stärker, viel, nein, er schien außerhalb unserer Liga zu sein. Erinnerst du dich an etwas? Nein, leider nicht. Okay. Das ist doch mal interessant. Wir waren keine Killerroboter, um Mimigas zu töten, sondern wir waren hier, um die Dämonenkrone zu vernichten. Mir geht's gut, danke. Kümmere dich nicht um mich. Oh, hier. Nimm das mit dir. Wir haben das Iron Bond bekommen. Iron Bond. Aha. Deine Verbindung zu Curly Brace, dem einzigen Krieger, dem du deinen Rücken anvertrauen würdest. Sicher werdet ihr euch eines Tages wieder treffen. Nein, ich will dich nicht zurücklassen. Okay, hast du noch was zu sagen? Was ist das? Ihre Erinnerungen sind zurück? Ich habe es besser ge Nein, mir hat es besser gefallen, als ich noch keine Erinnerungen hatte. Arschloch. Habe ich nicht gesagt. Das kam von hinter euch. Euer kleiner Bruder oder so hat es gesagt. Garantiert. Garantiert, das war nicht ich. So, wir wollen weiter nach oben, denn da oben war noch eine Tür und da will ich rein. Und wir müssen ja auch noch irgendwie Sue retten und die anderen alle. Weil ich habe bis auf den... Moment, ich wollte erst noch den Angeltyp da holen. Ich gehe erst den Angeltyp holen. Obwohl, nein, ich gehe erst oben rein. Ich will jetzt wissen, was da ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Kann ich da hoch? Na, ich komme da bestimmt hoch. Ich muss nur das Benzin, den Treibstoff besser einteilen. So.